Das Besondere an dieser Praxis ist die Kombination von Schulmedizin mit Naturheilverfahren. Dass wir also den ganzen Menschen sehen und nicht nur einen Teil des Patienten. Hasmus nimmt sich Zeit für die Patienten, er redet denen gut zu, macht alles langsam, erklärt viel. Also ein Patient, der zu mir in die Behandlung kommt, wird in der Regel immer von den drei Säulen Schulmedizin, Naturheilkunde, Akupunktur von allen Säulen eine Therapieoption bekommen. Und mit dem Patienten zusammen wird dann auch festgelegt, welche der Optionen oder auch kombiniert gewählt wird. Wir machen Akupunktur für verschiedene Beschwerden, zum Beispiel bei chronischer Sinusitis. Da machen wir natürlich Allergietherapien, natürlich das Normale, die Desensibilisierung, aber auch dann, wie gesagt, unsere Bioresonanztherapie. Wir haben mittlerweile drei Geräte zur Schlafapnoe-Diagnostik bzw. zur Schnarchdiagnostik. Wir haben meines Wissens als einzige Praxis in Schleswig-Holstein die Möglichkeit der Schnarchlokalisation mit einer sehr modernen Sonde. Wir haben flexible Optiken, wir haben für die Patienten eine eigene Patientenkamera, mit der wir den Patienten unsere Befunde auch erklären und zeigen können. Wir besuchen regelmäßig Fortbildung und versuchen unser Fachwissen immer auszuweiten und die neuesten Methoden auch eben kennenzulernen. So dass jeder in einem bestimmten Bereich oder auch in mehreren Bereichen eben sehr viel mehr Fachwissen hat, als es eine allgemein ausgebildete Krankenschwester oder Arzthelferin normalerweise haben kann. Oft haben wir Patienten, die sich dann bedanken für die nette Behandlung oder fürs nette Lächeln, ganz einfach. Also das ist für mich schon, das reicht für mich schon, wenn ich nach Hause gehen kann und sagen, Mensch, heute habe ich jemanden gehabt, der hat mich angelächelt, hat sich bedankt für mein nettes Auftreten, für mein nettes Lächeln. Das ist schon in Ordnung so. Ne?